Supermarkt. Letztens hatte ich Pfirsiche gekauft. An Pfirsich, kein schweres Wort. Ja? Der junge Mann an der Kasse suchte natürlich in seiner Liste Pfirsiche, fand sie aber nicht, weil er bei F gesucht hat. Das ist wahr. Wie kann man so blöd sein, wenn doch jeder weiß, dass Pfirsich mit V geschrieben wird. Weißt du, manchmal bin ich richtig genervt. Manchmal sage ich zu meiner Tochter, Esther, geh weg vom Computer. Es gibt ein Leben draußen neben Facebook. Was sagt sie? Super, Papa, schick mir einen Link. Also wie soll man Facebook erklären? Ich versuche es mal so. Wenn Jesus, noch bekannt, das war vor Zumwinkel. Also wenn Jesus heute leben würde, dann hätte er eine private Facebook-Seite mit 12 Anhängern und dazu noch eine Gefällt-mir-Seite mit 2 Milliarden Fans. Ab und zu würde er das Bild von einem Brot hochladen und auf Teilen klicken. Ja. In seinem Profil stünde bei Arbeitgeber Gott. Und dann könntest du auf seiner Pinnwand Sätze lesen wie: Jesus ist jetzt mit Maria Magdalena befreundet, Gott gefällt das. Ja. Versteht ihr? Da trage ich immer den Leuten, die zurzeit gegen Zuwanderung, gegen Überfremdung oder gar Islamisierung wettern, den sage ich ganz einfach, wir in Deutschland, wir brauchen Zuwanderung. Aus eigenem Saft schaffen wir das nicht mehr. Schaut euch doch mal unsere Geburtenrate an. In der Geburtenstatistik ist Deutschland kurz davor, vom Vatikan überholt zu werden. Tatenlos an der Macht, schaut, was Stumpfsinn aus uns macht. Tatenlos, Tag und Nacht, bleibt nicht ruhig, wenn es kracht. Und dann erst schauen wir, in was für einem Raum wir unser Kreuz machen müssen. Und ist es nicht verrückt, egal wo ich wohne, bei mir ist es immer der Raum ganz am Ende des Ganges links. Wir gehen den Gang entlang, vorbei an Porträts verstorbener Sachkundelehrer. Wir genießen diesen stillen Moment der Genugtuung. Und irgendwann landen wir im Eingangsbereich unseres Wahllokals. Na prima, ein Lokal, aber nichts zu trinken. Was sehen wir stattdessen? Ein Quartett von Teilzeitdemokraten und Idealisten, die aber völlig bescheuert aussehen auf ihren viel zu kleinen Stühlchen, an ihren viel zu kleinen Tischchen. Ja, willkommen in der Hobbit-Demokratie. Lasst uns wählen gehen und wir werden sehen, dieses Land wird so nicht unter.